Ich bin Walter von Lukadu und ich bin Spukforscher. Mein Kollege Theo Phantom steht kurz davor, das Paranormale endgültig aus dem Theater zu vertreiben. Die Geisterjagd durchs Theater gibt es wieder ab dem 23. September. Aber bitte fragen Sie mich nicht, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Ja, denn hinter verschlossenen Türen können sich seltsame Parallelwelten auftun. So wie in der Fantasy-Oper Coraline. Und die ist ab September wieder im großen Haus zu sehen. Themenwechsel. 25 Frauen haben sich letztes Jahr dem Tabuthema Krebs gestellt. Ihr Tanzstück, die Krone an meiner Wand, kehrt im Herbst in den Werkraum zurück. Und im Juni 2019 feiert das Nachfolgeprojekt Grenzland Premiere. Diesmal mit Männern unterschiedlichen Alters. Weekend Warriors ist der neue Cosplay- und Tabletop-Rollenspiel-Kurs. Cosplay, Tabletop, da bin ich dabei. Das Lirum Larum Lesefest feiert sein 25-jähriges Jubiläum. Da sag ich mal, herzlichen Glückwunsch, lieber Lesedachs. Und zur Feier gibt's Alice im Wunderland gleich zweimal. Einmal mit der Kammeroper Wunderland und dem Stück Alice sagt, Senf ist ein Vogel. Heißt das wirklich so? Oh, da muss ich nochmal nachschauen. Stimmt, es heißt wirklich, Senf ist ein Vogel. Weiter geht's mit Stravinsky, Le Sacre de Printemps und der School of Life and Dance. Was ist das für eine Schule? Das ist eine der Mitmachgruppen am jungen Theater. Außerdem gibt's den Club der Wunderfüchse, den Kinder- und Jugendchor, die Soundcloud, den Club der Schlauchspieler und das Heim- und Fluchtorchester. Im Stück Silent Service geben Pflegende in Ausbildung Einblicke in ihren Berufskosmos und in ihre Lebenswelt. Premiere ist am 24. November. Das ist ein Tag, bevor uns die kleine Meerjungfrau in ihre fantastische Welt unter Wasser mitnimmt. Das Märchen von Andersen ist das neue Kinderstück zur Weihnachtszeit. Und es bleibt weihnachtlich beim Adventssingen und beim Konzert mit der Weihnachtsgans Auguste. Darf ein bisschen mehr sein? プロジェクトブリンドフルークでは健常者と視覚障害者が一緒になって踊ります。ショーイングは 1月の 26日 27日です。Die Welt ist eine Kiste. Was? Eine Kiste. Ich verstehe nicht, was du meinst. Da musst du dir mit mir im Februar drin anschauen. في فيست تو فيس يلتقي عضو واحد في المدرسة للحياة والرقص. مشاهد واحد او مشاهدة في اي مكان في فرايبورغ. في كولومبي بارك في اونيبيب على جسر الازرق بلاون بروكي Glubsch. Was ist das denn jetzt schon wieder? Glubsch ist für Kinder von 2 bis 5. Ein Konzert mit Tänzerinnen und Puppen. Ach so, Glubsch. Genau, ab 2. März. Ah, am 2. März spielt ja auch das Philharmonische Orchester live zum legendären Stummfilm Steamboat Bill Jr. von Buster Keaton. Sieh einmal, hier steht er. Pui, der Struwwelpeter. Shockheaded Peter, Struwwelpeter ist das neue Musicalprojekt mit Jugendlichen. Die Premiere am 9. März. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, Kafka für alle, die Verwandlung, wieder im Spielplan ab März 2019. Sie nennen mich den Freestyle, Sie nennen mich den Freestyle, okay. Achtung, Achtung, alle Hände, weil ich wieder mal ein Freestyle. Sie nennen mich den Freestyle, Sie nennen mich den Freestyle.
Nicht nur mit Otto Normal steht das Philharmonische Orchester auf der Bühne, sondern auch mit den Ursula Symphonics, seinem Partnerorchester, Da Capo. So, jetzt mal den Mund schön weit aufmachen. Kids ist ein Stück von, mit und für Jugendliche. CP an 3/6 Distal. Und für ihre Eltern, falls sie nach einer Bedienungsanleitung für die Teens suchen. Und für alle, die nicht genug bekommen, die Familienabos gibt's ab 5 und 12 Jahren. Im Stück Das Leben des Anderen tauschen ein Lehrer und ein Künstler den Job. Ein Queraussteigerprojekt. Klarnet ile Balkan Müziği eşliğinde Haziran'da Yalla konsere. Jetzt kommen wir auf die Zielgerade. Im Juli klongen die Schultheatertage und die Showings der Theaterclubs und dann... Sommerpause. Infos zu all diesen 50 Produktionen, Konzerten und Mitmachprojekten findet ihr auf unserer Website jungestheaterfreiburg.de.